Hallo, grüßt euch. Sonntag ist, neues Video. Wir starten wieder durch. Wobei, nein, eigentlich nicht. Stimmt nicht, wir starten nicht wieder durch, sondern wir beginnen heute ein neues Thema. Wir haben Infektionskrankheiten abgeschlossen und ich sag's euch gleich, das letzte Video vor den Ferien. Ich habe mal frei, wir gehen in die Sommerferien. Ich habe jetzt noch eine Woche Arbeit und auch dann werde ich mich mal 2, 3 Wochen zurücklehnen und die Sommerferien ein bisschen genießen und einfach auch mal vier Sonntage wieder aussetzen. Und dann geht es aber wieder weiter mit unserem neuen Thema. Wir machen heute also quasi den Teaser für euch, dass ihr auch dranbleibt und nach den Ferien gespannt auf die neuen Videos wartet. Hier gerade nochmal vielen, vielen lieben Dank für die vielen Unterstützer und lieben Worte und Motivationstipps, also nicht Tipps, aber Motivationsworte, die ihr mir immer wieder zukommen lasst. Vielen, vielen Dank dafür. Für die Videos, ich zeige es euch ja nochmal hier mit YouTube und so weiter. Ich habe ja gesagt, es gibt ja diesen Stick, den ihr bestellen könnt. Die sind fertig, die gehen am Montag in die Post. Das heißt also, nächste Woche können die, die sie bestellt haben, bereits eben erwarten. Montag gehen die Sticks in die Post. Ich gehe mal davon aus, spätestens bis Mittwoch sollten die dann bei euch eintreffen. Wer da jetzt noch nicht weiß, um was es geht, Infektionsschutzgesetz, Paragraf 6, habe ich ja komplett abgedreht. Und dort biete ich für alle Interessierten einen USB-Stick an mit allen Videos, ohne Werbung, ohne alles, inklusive der Dozentenskripte, also dieser Informationen, die ihr hier auf dem Bildschirm immer seht, für 50 Euro Unkosten. Einfach per PayPal mir die 50 Euro überweisen, Adresse dazu schreiben, wo ich es hinschicken muss und das Wort IFSG Paragraph 6, dann weiß ich Bescheid und dann mache ich den Stick fertig und schicke euch den zu. Genau, so, wir starten, ich habe es ja gesagt, heute neues Thema und zwar habe ich jetzt so ein bisschen mir Gedanken gemacht, wo machen wir weiter, was fehlt uns noch und ich kriege natürlich auch viele Tipps und Ratschläge von euch und muss aber immer feststellen, das sind manchmal sehr spezielle Fragen, also dann heißt es so, ja, kannst du mal ein bisschen was zur Blase erzählen oder so, ja, aber da ein eigenes Video zuzumachen, das ist einfach too much. So viel Tolles ist in der Blase jetzt nicht, dass man hier 20, 30 Minuten darüber referieren könnte. Das macht wenig Sinn. Ich habe mir das jetzt anders ausgedacht und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir machen jetzt einen Unterricht, der wird viele Teile beinhalten, das weiß ich jetzt schon. Aber im Prinzip spiegelt er das wieder, was ihr lernen müsst. Und zwar, es geht jetzt nicht um ein spezielles Organ oder eine ganz eigene Struktur, wo wir sagen, ah, der Dünndarm, Endabschnitt oder so oder Bauhinsche Klappe oder sowas, sondern wir versuchen jetzt im Prinzip Zusammenhänge zu klären. Wir versuchen jetzt auf Patienten einzugehen, auf Symptome, auf Erscheinungen, auf Phänomene und versuchen immer wieder bezogen auf ein, zwei Sachen zu überlegen, was könnte da dahinter stecken, mit welchen Problemen haben wir zu kämpfen. Also ich sage mal, eine Art diagnostisches Verständnis zu entwickeln. Und ihr werdet merken, dass ihr, und da werde ich jetzt auch gar nicht mehr so ins Detail hineingehen, dass ihr quasi die anatomischen Fakten, die Grundstrukturen, die müsst ihr verstanden haben. Und das ist ja auch immer so die Sache, die ich sage, die müsst ihr lernen. Also da kann ich euch wenig helfen. Ich kann das auch nur runter erklären, wie das halt in so einem Anatomiebuch erklärt wird. Ne, was weiß ich. Die Harnblase besteht aus den und den Strukturen, hinten von hinten gehen eben die Harnleiter rein mit so einem kleinen Nippelverschluss, ne, dass das eben über peristaltische Bewegungen in die Blase transportiert wird. Die Blase ist leer, also ist auch luftleer, wird quasi dann durch den Urin aufgeblasen und füllt sich immer mehr, deswegen haben wir dann irgendwann auch den Druck drauf. Gibt es einen inneren Schließmuskel, einen äußeren Schließmuskel, der innere wird eben durch glatte Muskulatur unwillkürlich innerviert, können wir nicht beeinflussen, der äußere ist quergestreift, den können wir zuzwicken, Medis wie Bubis, das können wir alle, Medis ein bisschen besser, Bubis ein bisschen schlechter, aber das ist halt so. Und wenn der innere aufwacht, weil der Druck zu hoch ist, dann müssen wir wirklich ganz dringend Pipi machen und dann tun wir uns auch ein bisschen schwer, den äußeren eben lange, lange zuzuhalten, weil es eben quergestreifte Muskulatur ist und wir ja schon gelernt haben, eben schnell ermüdbar und so weiter, nicht aushaut. Aber das sind jetzt genau die Sachen, die ihr jetzt quasi abrufen müsst. Und das ist genau das, was eben vielen immer so schwer fällt, dieses sich dann daran zu erinnern. Man lernt immer diese Parts, ich lerne jetzt die Blase, ich lerne die Niere, ich lerne, was weiß ich, das Gehirn, das Nervensystem, die 12 Hirnnerven und so weiter. Und bin dann aber nicht in der Lage, das alles zusammenzupacken und über eine Struktur zu stülpen und zu sagen, ah okay, wir haben jetzt das Phänomen, es könnte daran liegen.
Ich mache mal ein kleines Beispiel, was ich damit meine, was wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann. Du kommst nach Hause, es ist dunkel, du bist alleine, klick, klick, und im Flur geht kein Licht. Wenn du jetzt keine Ahnung hast, hast du keine Ahnung. Dann stehst du halt da und sagst, ich habe kein Licht, fuck. So, wenn du ein bisschen Ahnung hast, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann hast du sofort was im Kopf. Es könnte die Glühbirne sein, es könnte die Sicherung sein. Ja, theoretisch könnte auch der Strom weg sein, also das Elektrizitätswerk, es könnte, was weiß ich, der Strom der ganzen Straße könnte weg sein. Es könnte der Schalter kaputt sein und. Und so quasi, weil du eine Ahnung hast, wie diese Lichtkreise funktionieren, diese Stromkreise, hast du auch eine Vorstellung davon, was alles dahinter stecken könnte. Und genau das Gleiche brauchen wir hier jetzt auch, dieses Verständnis. Dafür musst du natürlich wissen, dass es einen Sicherungskasten gibt, dass es eine Glühbirne gibt, die durchbrennen kann, dass es einen Schalter gibt, der kaputt gehen könnte, dass die ganze Straße keinen Strom mehr haben könnte, weil das E-Werk ein Problem hat oder sowas. Und das musst du natürlich wissen. Und das sind jetzt eure anatomischen Grundkenntnisse. Und jetzt ist es eben entscheidend, dann darüber nachzudenken, was ist wahrscheinlich, was ist eher unwahrscheinlich, was kommt häufiger vor, was kommt seltener vor. Also, dass das E-Werk komplett hochgegangen ist, ist eher der seltenere Fall. Was eher passiert ist, dass die Sicherung durchgebrannt ist oder dass die Glühbirne kaputt gegangen ist. So, und jetzt kommt noch eine weitere Frage. Und deswegen ist das meistens so kompliziert meistens so schwierig für viele nachzuvollziehen. Jetzt gehen wir davon aus, ich hätte jetzt nachgeguckt und ich wüsste, die Glühbirne würde funktionieren, weil ich die ausgetauscht habe. Und geht immer noch nicht. Und jetzt gehe ich in den Sicherungskasten und sehe, die Sicherung ist raus. Aha, dann ist das natürlich eine einfache Sache, die wieder reinzudrücken und zu sagen, haha, jetzt geht ja wieder alles. Aber jetzt habt ihr einen schweren Fehler begangen. Die Sicherung darf normal nicht fliegen. Das heißt, man müsste ja jetzt erstmal gucken, wieso hat es diese Sicherung überhaupt rausgehauen. Jetzt gibt es Phänomene, die sind unspektakulär. Also eine Überspannung zum Beispiel, es hat wirklich gewittert, es ist ein Blitz irgendwo eingeschlagen und es gab einen kurzen Überspannungsstoß und dann hat es Pitz gemacht und dann hat es quasi die Sicherung rausgefitzt. Dann ist das alles cool, dann kann man die wieder reindrücken und dann passiert da auch nichts. Aber vielleicht gab es auch irgendwo einen Kurzschluss in der Leitung, zur Lampe, wohin auch immer, und deswegen hat es jetzt diese Sicherung rausgefatzt. Und jetzt kann ich die nicht einfach nur reindrücken. Das wäre diese Aktion mit diesem, und irgendwann klemme ich einen Nagel rein, wird schon wieder laufen, ohne dass ich mir aber Gedanken darüber mache, wieso hat es diese Sicherung gefatzt. Und genau das müssen wir jetzt auch tun. Wir müssen erstmal drauf kommen, was hat der überhaupt für ein Problem? Wenn wir das rausgefunden haben, dann muss ich mir überlegen, wieso hat er das Problem? Gibt es da eine Möglichkeit, das zu lösen? Gibt es keine Möglichkeit, das zu lösen? Müssen wir wirklich irgendwie in die Substanz hinein, also gucken, tut man Kabel kaputt oder sonstige Geschichten? Oder ist es wirklich nur einfach ein Phänomen gewesen und man sagt, ja okay, die hat es immer rausgefetzt, da gab es eine kurze Spannungsspitze und dann ist gut. Ja? Und da muss man sich auch nicht, da muss man auch nicht mehr draus machen, wie es ist. Und das ist aber oft das Problem, dass im Prinzip der Patient das so nicht wahrhaben möchte. Heißt, genau deswegen kommt er ja zu uns. Und jetzt ist es aber für uns wichtig, dass wir diese Fakten nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, der Patient war beim Arzt, der Arzt hat halt untersucht und festgestellt, ja okay, es gab halt da ein kleines Problem, das hat dazu geführt, dass jetzt halt diese Problematik, dieses Schmerzphänomen oder was auch immer aufgetreten ist, verordnet ein Medikament, um die Symptome zu beheben. Also dieses, ich drücke halt die Sicherung wieder rein oder alles ist feini. Aber der Patient ist oft damit nicht zufrieden. Er ist mit dieser Lösung unzufrieden. Na, so wie jetzt wir, ich als Hausbesitzer, na, bei mir haut es die Sicherung, der Elektriker kommt, misst, sagt, nö, du, da ist nichts, druckt die Sicherung wieder neu und sagt, passt schon. Und ich sage so, boah, nee, ich weiß nicht. Und jetzt hole ich einen anderen oder gehe woanders hin und sage, du, pass mal auf, das ist passiert. Der Elektriker ist bloß gekommen und hat mir die Sicherung erhalten. Der Arzt hat mir nur ein Schmerzmittel verordnet. Und dann ist die Frage, wie ich jetzt reagiere, als Heilpraktiker. Ich kann jetzt hingehen und sagen, der Elektriker ist ja voll der Arsch, das geht überhaupt nicht, da muss man doch suchen. Und dann mauere ich die ganze Wand auf und hole die Kabel raus und tausche den Stecker aus und den Schalter und was weiß ich. Und werde am Ende aber auch nichts bewirken, weil es halt wirklich keinen Fehler gab, außer dass der Patient oder der Besitzer viele Kosten hatte. Oder ich gehe halt hin und sage, okay, pass auf, du, kein Thema, wir gucken uns das mal an, schließe mich der Meinung vielleicht sogar an, weil ich sage, okay, wenn der Arzt schon nichts gefunden hat, naja, was soll ich dann finden? Und sage ihm dann halt, okay, pass mal auf, das war ein Wetterphänomen oder eine Überspannung oder wir müssen mal deine Geräte checken oder sowas. Das hat der Elektriker halt dann vielleicht nicht gemacht. Also in diese Richtung soll das jetzt heute gehen und die nächsten Male, dass ihr einfach versteht, wie bastle ich das zusammen, wo kommen wir dahin. So, lange Rede, kurzer Sinn. Allgemeine und spezielle Pathologie nennt sich das Thema. Und was gucken wir uns an? Diese darf einmal durchgehen. Also das sind ja so die Klassiker, die großen Parts in unserem Thema,
hier in unserer Prüfung und natürlich für die Qualifikation Heilpraktiker. Herz, Gefäße, Blutdruck, Respirationstrakt, Lunge, Leber und Tumore. Und ich nehme die Themen auch ganz speziell, weil wir die alle besprochen haben. Das heißt also, die haben wir in vorangehenden Unterrichten und wer das jetzt nicht weiß oder noch nicht gesehen hat, der muss halt ein bisschen weiter unten suchen, hier unten, da sind ja noch mehr Videos von mir. Und da werdet ihr eben für Herz, Gefäße, Blutdruck, Respiration, Leber und Tumore alles finden, was anatomisch, aber auch pathologisch für uns entscheidend und wichtig ist. Und da werden wir jetzt mal durchgehen. Solltet ihr jetzt also feststellen, dass ihr gewisse Sachen nicht wisst oder da nicht zurande kommt oder nicht mitkommt, ich sage es mal so ganz böse, dann müsst ihr euch die Anatomie- oder Pathologie-Videos nochmal reinziehen. Und dann auch das Wissen natürlich nochmal rausholen und sich das vielleicht nochmal anschauen, wenn es nicht fest genug sitzt oder ihr eben, ja, wenn es nicht fest genug sitzt und ihr einfach nicht drauf kommt und sagt, ah nee, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weiß ich nicht mehr. Okay? Gut, fangen wir an. Grundsätzlich muss man jetzt bestimmte Fakten einfach klären, denn wenn wir bestimmte Symptome von unseren Patienten besprochen bekommen, also die uns erklärt, dann gibt es für uns keine Option, ne? Dass wir also so, ich bleibe jetzt mal bei dieser Elektriker-Beispiel-Problematik, weil das finde ich kann man gut nachvollziehen. Ne? Ihr ruft den Elektriker und das kokelt schon und das raucht schon und wie auch immer, dann hat er keine Option, dann ist ihm das erstmal auch egal, was da los ist, der haut euch die Hauptsicherung raus oder wird erstmal geguckt, was ist da überhaupt am Bach. Ne? Und das hätten wir hier genauso. Das heißt, jeden akuten Herzschmerz, also jedes Patient kommt akut, und das sind wieder so Sachen, die so wichtig sind zur Bewertung, der kommt oder ich komme zu dem oder wir treffen uns irgendwo oder ich treffe einen Patienten irgendwo oder Menschen, muss ja nicht mal ein Patient sein, kann ja auch auf dem Spielplatz sein, und da steht jemand, Männlein oder Weiblein, und diese Geschichte. Also ganz akut, jetzt hat er diese Herzschmerzen, die hatte er vorher noch nie, und jetzt treten sie auf einmal auf. Dann muss ich bis zum Beweis des Gegenteils immer davon ausgehen, dass es sich um eine lebensbedrohliche Situation handelt. Das ist sehr super. Das ist wie gesagt, viele gehen dann immer hin und sagen so, das ist ja aber blöd. Nein, das ist mega geil für uns. Warum? Wenn ich jetzt irgendein Diagnoserätsel kriege, irgendein Phänomen, wo es heißt, Patient kommt, klagt über akute Herzschmerzen, Schmerzen in der Herzgegend, dann kann ich sofort hingehen und sagen, wow, Notfall. Da muss ich nicht lange überlegen, da muss ich nicht 1000 Stunden Blutdruck messen und sonstige Geschichten machen, sondern ich muss von dieser Situation ausgehen, dass es sich lebensbedrohliche Situation handelt. Und zwar so lange, bis ein Arzt gekommen ist und gesagt hat, Entwarnung, das war nur heiße Luft. Eine schulmedizinische Abklärung ist aus dem Grund unbedingt erforderlich. Heißt für uns, Notarzt. Das ist ja easy. So. Eine sorgfältige Anamnese mit eingehender Untersuchung erlaubt oft schon eine sehr präzise Einschätzung der Situation, ja, aber das ist dann nicht mehr unbedingt unser Part, ne? Weil wir in diesem Zusammenhang dann schon vielleicht zu lange gewartet haben, vor allem dann, wenn es eben hochakut ist. Das Einzige, was wir in dem Zusammenhang machen können, ist eben Puls und Atmung kontrollieren. Wenn wir das vor Ort haben, Blutdruck messen, und da ist jetzt wieder die Situation entscheidend, denn auf dem Spielplatz, denke ich mal, werdet ihr kein Blutdruckmessgerät und kein Stethoskop dabei haben. Also dann ist das immer Käse. Wenn so ein Fallbeispiel präsentiert wird, oder was heißt Fallbeispiel? Ich will ja auch mit euch Situationen besprechen, die realistisch sind. Also wir werden hier keine Szenarien kreieren, die sowas von an den Haaren herbeigezogen sind, dass es einem fast schlecht wird. Ja, also das, ihr wisst, davon halte ich immer nichts. Spielplatz, Oktoberfest, was weiß ich, irgendein anderes Familienfeiergedöns, wo du nichts dabei hast, außer dein Hösle, dein Hemdle und ein paar Schuhe und fertig. So, und somit kannst du nur Puls und Atmung checken. Puls traut man uns zu, in der Notfallversorgung würde die Atmung reichen, aber wir haben standardmäßig kein Blutdruckmessgerät. Und wenn wir dann so ein Problem haben, Notarzt, Ende Arbeit. Passiert das bei mir in der Praxis, ich habe meine Sachen dabei, dann kann ich in dem Zusammenhang eine Pulsblutdruckmessung vollführen, um meinen Schockindex zu bestimmen. Das wird noch eingeräumt. Trotzdem sollte aber schon die Alarmierung des Notarztes erfolgen und nicht erst so dieses so, ich messe jetzt mal eine halbe Stunde Blutdruck. Was aber auch wichtig ist, und jetzt kommen wir werden viele Sachen ansprechen, das wird ein sehr langer Unterricht werden oder viele, viele Teile, das weiß ich jetzt schon, weil wir auf viele Einzelparts zu sprechen kommen werden. Was jetzt nämlich schon wieder rauskommt, ist die Blutdruckmessung. Ihr müsst das beherrschen. Also nicht nur, ich habe das zweimal gemacht und ich weiß, warum ich die Manschette anlege. Ihr müsst das beherrschen. Und glaubt mir eins, das sieht der Prüfer sofort. Sofort. Das sieht jeder sofort. Das sehen wir auch sofort in Bereichen, in denen wir uns auskennen. Wenn ihr mir euer Auto leihen würdet
und ich würde sagen, ja, ja, danke, ich fahre mal eine Runde mit, ich flitze mal los. Dann würdest du innerhalb von 2 Minuten, allerspätestens, und da bin ich noch nicht vom Hof gerollt, wirst du sehen und wissen, kann der das? Oder musst du jetzt echt Angst haben, dass ich dir deine Kiste kaputt mache? Und genauso ist das hier auch. Du machst die Blutdruckmanschette hin und beim Aufpumpen kann ich dir auf den Kopf zusagen, ob du das schon öfters gemacht hast und geübt bist oder ob du das zum dritten Mal machst. Und das ist mit das Problem. Das heißt, das muss dann auch zackig gehen. Du hast da keine 20 Minuten Zeit, dir dann zu überlegen, welchen Arm nehme ich und eventuell macht man es dann, weil wir sind wieder im Notfall, auch mal über den Pulli. Weil ich keine Zeit habe, dir den Pulli jetzt auszuziehen oder dich zu fragen, ob du den jetzt gerne abnehmen möchtest. Wir sind in einer Notfallsituation und da muss es zackig gehen. Und da geht es nicht darum auch, und deswegen auch bei der Messung zackig, um 5 mmHg hin oder her. Der Schockindex ist relativ klar definiert, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Und sobald ich mich dem näher, bin ich sowieso fertig, dann ist alles okay, dann ist es eh geklärt, was jetzt passiert. Ja? Also da gibt es dann keine Diskussion. Gut. Also deswegen, wenn, dann muss man sowas machen und dann geht es schon relativ knackig weiter. So, was könnten wir jetzt für Symptome in unserer Praxis bekommen? Ja, ich habe auch mal ein paar Bilder drin lassen. Ich hoffe, dass mich jetzt da keiner gleich irgendwie, wobei ich glaube, das sind alles Bilder, die jetzt kein großes Copyright haben. Und zwar plötzlich auftretende kurze Bewusstseinsveränderung, Bewusstseinsverlust, Synkopen nennt sich das. Heißt, Patient wird wieder immer wieder ohnmächtig. Meist vasovagal oder orthostatisch bedingt, also entweder durch die Gefäße bedingt, dass die eben nicht schnell genug auf und zugehen, beziehungsweise zugehen, der Blutdruck dadurch abfällt, oder orthostatisch, das heißt durch Aufstehen zum Beispiel. Das, was wir alle gelernt oder schon mal erlebt haben, du stehst von der Couch auf, vom Bett und dann wird dir kurz so, deine Gefäße können nicht schnell genug zumachen und deine Herzfrequenz steigt nicht schnell genug an. Dann hast du genau diese vasovagalen bzw. orthostatisch bedingten Blutdruckregulationsstörungen. Kein Drama, wenn ich weiß, dass es das ist. Heißt also, wenn der Patient mit so einem Symptom in die Praxis kommt, dann kann natürlich eine Herzrhythmusstörung dahinter liegen, es kann eine Herzleistungsproblematik, also eine Insuffizienz dahinter liegen, links, rechts, beidseitig, wie auch immer. Es kann aber auch nur eine orthostatische oder vasovagale Blutdruckregulationsstörung sein. Es kann ein Hormonproblem dahinter stecken, ja, eine Hypothyreose kann solche Phänomene verstärken, weil ich ja dann im Prinzip eben sowieso schon einen niedrigen Blutdruck habe. Also merkt ihr jetzt, wir müssen jetzt alles auf den Schirm bringen, was in Zusammenhang sein stehen könnte mit diesen Ohnmachtsanfällen, um es im Volksmund zu sagen. Schreck, Angst, Hysterie, auch das könnte dazu kommen, ja, dass man also erschrickt, Angst hat, sowas in die Richtung, dass deswegen der Blutdruck kurz zusammenknackt oder eben langes Stehen oder schnelles Aufstehen wären eben jetzt alles Phänomene, die wie unsere, wir denken nochmal an unsere Stromkiste, ja, es gab halt irgendwas und jetzt ist die Sicherung rausgeflogen. Dann drückt man die halt wieder rein und dann ist gut. Was soll ich denn hier machen? Ein Patient hat einen niedrigen Blutdruck und hat halt einfach, ich sag mal, ein träges Kreislaufsystem. Ja, da muss er sich anpassen. Entweder er muss sich ein bisschen selbst die Peitsche geben, indem er sich sportlicher betätigt, aktiver wird, sein Organismus mehr Adrenalin ausschütten lässt. Ja, also was weiß ich, 2x die Woche Bungee-Jump oder sowas. Aber er wird nicht dran sterben. Und natürlich kann es ihn stören und es kann massiv störend sein. Aber, und das ist jetzt wieder so der Knackpunkt an der Geschichte, es wird nichts passieren. Das heißt, der Patient hat kein Drama, da wird er nicht dran sterben. Dass es für ihn unangenehm ist und dass der Schulmediziner jetzt vielleicht hingeht und sagt, ja mein Gott, dann trinken Sie halt ein Gläschen Sekt oder bewegen Sie sich ein bisschen mehr oder machen Sie ein bisschen Sport oder bringen Sie mal ein bisschen mehr Action in Ihr Leben. Ja, das ist halt quasi so seine Lösung für das Problem. Ob das dem Patienten passt oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Und da ist die Frage, ob wir dann da irgendwas in diese Richtung eben beheben können. Für uns ist in dem Unterricht jetzt allerdings viel wichtiger, habe ich hier mit irgendwelchen schwersten Komplikationen zu rechnen und was muss ich alles auf dem Schirm haben? Also was müsste ich bei solchen Problemen eben alles bedenken, überprüfen oder nachgucken, um sicherzugehen, dass der Patient keine andere Ursache hat für seine Synkopen. Wenn das erste Mal passiert, also zum Beispiel auf dem Grillfest, irgendwo auf dem Friedhof, das wäre so der Klassiker, habe ich diese ganzen Sachen ja nicht dabei, die ich gerade gesagt habe. Dann erstmal Schocklage, was wollen wir? Wir wollen quasi wieder Blut ins System bringen, Flüssigkeit, Volumen.
Patient liegt, Beine hoch. Sollte es sich, und jetzt haben wir eben den Verlauf, um eine vasovagale oder orthostatische Problematik handeln, ist er in Sekunden wieder da. Das heißt, meistens sind die Personen schon wieder bei Bewusstsein, wenn sie auf dem Boden liegen. Weil jetzt im Prinzip diese Blutdruckvariante oder dieser Blutdruck schon wieder ausreicht, die Strukturen adäquat zu versorgen. Bengende Kleidung öffnen, frische Luft, dann eben Sturzverletzungen. Das ist fast das Schlimmere in dieser Situation, dass man an Sturzverletzungen guckt, denn die fallen wirklich um wie ein nasser Sack. Und Patienten betreuen. Jetzt könnte zum Beispiel, und das haben wir schon, ne, Diabetes könnte die Ursache sein, zerebrale Krampfanfälle, also ein Schlaganfall könnte die Ursache dafür sein. Deswegen ist, wenn hier sowas das erste Mal auftritt und der Patient nicht weiß, auf alle Fälle eine Notarztversorgung erforderlich. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wenn ich nicht weiß, um was es sich handelt, dann muss ich das checken lassen. Ihr wisst ja, ich habe es ja gesagt, wir haben hier ein neues Haus, ich habe hier eine neue Praxis, wir haben gebaut. So, jetzt stellt euch mal vor, ich kann es in der alten Praxis viel besser. In der alten Praxis sind wir eingezogen und dann habe ich hier Ausstattung reingebaut mit Computern und Druckern und so weiter. Und immer wenn ein Drucker angelaufen ist, hat es mir eine Sicherung gefetzt. So, jetzt könnte ich natürlich hingehen und sagen, ja, ist halt der Drucker die Sicherung reingedrückt und dann passt das wieder. Aber als das erste Mal passiert ist, wusste ich ja auch nicht, woran das liegt. Ist es der Drucker? Ist vielleicht am Drucker was kaputt? Haben wir jetzt vielleicht zu viel Last auf der Steckdose, dass wir viel zu viele Sachen angesteckt haben? Also, was musste ich? Ich musste es abklären lassen durch unseren Hauselektriker. Der kam dann, natürlich kostet das Geld und so weiter, alles klar, aber der hat dann gesehen, ist einfach eine ältere Form der Sicherung drin, die da eben so empfindlich ist und diese Laserdrucker heutzutage halt einen hohen Anlaufstrom haben und sonst keine Probleme sind. Der hat aber vorher alles geprüft. Und das ist genau das Gleiche hier. Das heißt, wenn das erste Mal so eine Synkope auftritt bei einer Patientin oder einem Patienten, der das vorher nicht kannte, dann muss es jetzt erstmal, natürlich kann das total unspektakulär sein, aber das wissen wir nicht. Und deswegen muss es überprüft werden. Da eben zum Beispiel ein Schlaganfall dahinter stecken könnte, denn jeder kann zu jeder Zeit einen Apoplex bekommen und wir wissen es nicht. Und wir wissen auch nicht, welches Phänomen, also wie schlimm das ist, was dann noch übrig bleibt. Also das ist nämlich das Nächste jetzt, eben zu verstehen, dass das Symptom von eben nur einer Synkope bis zu komplettem Tod, Stillstand, alles sein kann und es jede Abstufung dazu gibt. Na, wie ich es ja auch vielleicht schon mal erwähnt habe bei meinem Vater, da gab es nur eine Behinderung oder eine Einschränkung des rechten Unterarms und der Hand. Das war alles und da war ein Schlaganfall die Ursache dafür. Da hätte man jetzt auch hingehen können und sagen, na, da ist doch kein Schlag. Doch, genau das ist es. Und das weiß man hier auch nicht. Und deswegen, wenn das neu auftritt, muss man eben mit solchen Sachen rechnen und es entsprechend abklären lassen. Also ist schon wieder für uns wichtig, für die Bewertung so einer Problematik. Und ihr seht schon, es ist für uns wichtig, ist das das erste Mal, ohne irgendwelche Auslöser, dass ich gar nicht weiß, warum. Und jetzt kommt es eben auch auf die Situation drauf an. Jetzt stellt euch vor, das passiert bei einer Person, mir fällt jetzt leider nichts Schöneres, ja, irgendwie nichts Besseres ein. Ja gut, machen wir jetzt mal das eine Beispiel. Auf dem Friedhof, Sommertemperaturen, schwarze Kleidung und man steht da schon eine halbe Stunde und jetzt kippt eine Person um. Ja, da wird wahrscheinlich, das ist eine Wahrscheinlichkeit, eher so eine vasovagal-orthostatische Geschichte dahinter stecken. Die Person müsste dann aber auch sofort wieder kommen. Ja, und da ist es jetzt natürlich schon, man sagt, okay, das ist nachvollziehbare Begründung, man müsste das noch überwachen und kontrollieren, dass da wirklich nichts passiert. Auch hier könnte man ohne Probleme den Notarzt rufen und sagen, hey, wir wissen ja nicht, wie vielleicht dann doch noch weitere Folgen daraus entstanden sind. Festival oder sowas, ja, wo jemand umfällt, weil er auch zu lange in der Sonne stand und so, dann haben wir wieder einen Hitzschlag, haben vielleicht Tierprobleme, exikotische Probleme und. Also ich kann nicht mal hingehen und sagen, naja, wenn es jetzt für mich einen logischen Zusammenhang gibt für den Auslöser, dass ich dann davon ausgehen kann, dass nichts Schlimmeres dahinter steckt. Denn was heißt es denn? Man muss ja so sagen, wieso kann die Person auf dem Friedhof nicht auch in dem Moment einen Schlaganfall bekommen haben? Das ist absolut möglich. Durch diese wenige Bewegung, sie steht da, ne, Veränderung der Fließgeschwindigkeit in den Beinen, jetzt hat sich ein Bein wehen, na gut, dann wäre es eine Embolie, aber das ist egal, oder was weiß ich, aus dem linken Herzen hat sich jetzt doch irgendein Thrombus gelöst, weil sie sowieso schon Herzklappenproblem hat und jetzt gab es den Schlaganfall. Und das ist das, was ich eben nicht weiß. Und deswegen muss das immer in dem Zusammenhang überprüft werden.
Zyanose. Zyanose wäre auch noch so ein Symptom. Da müsste man auch wieder gucken. Also Patient kommt, ist zyanotisch, also so bläulich verfärbt. Bläurote Verfärbung der Haut durch verminderten Sauerstoffgehalt des Blutes. Schon muss ich mich wieder zurücklehnen und sagen, okay, check, alles klar. Sauerstoffversorgung ist reduziert. Woran kann das liegen? Das kann an einem Lungenproblem liegen, das kann an einem Herzproblem liegen, das kann an einem Blutproblem, also eine Anämie könnte dahinter stecken. Es könnte, jetzt könnte man schon wieder ein weiteres Fass aufmachen, Anämieformen, Eisenmangel, B12, Tumoranämie, Verbrauchsanämie, ja, Blutungsanämie, da gibt es 1000 Varianten davon. Alle würden zu einer Anämie führen, die eine Zyanose am Ende zugrunde liegen würde. Lungenproblematiken, COPD, das hatten wir alles schon, solche Geschichten, Herzprobleme, das wären Sachen, die man im Zusammenhang einer Zyanose abklären müsste. Das Ganze tritt erst an Lippen und Fingern auf und ist dann da auch als erstes zu bemerken. Und ein Drittel der Eris wären dann nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff beladen und es würde dann eben zu so zyanotischen Veränderungen kommen. Ne? Das ist also diese Schwelle. Das, was noch dazu kommt, sind meistens Kopfschmerzen, Atemnot, Müdigkeit und Kälte. Und was jetzt im Prinzip dann dazu führen würde, dass wir eben diese Strukturen untersuchen müssen. Begonnen bei der Lunge, Lungenauskultation, Perkussion, diese ganzen Sachen, Inspektion im Vorfeld natürlich, Herz, Blutdruck, Puls, diese ganzen Geschichten und dann eben weiterführend Eisenmangel, B12 bzw. die ganzen Anämieformen durchgehen müssen, um zu gucken, wo ist jetzt die Ursache für diese zyanotische Veränderung. Weil wenn ich die nicht rausfinde, kann ich natürlich auch nichts dagegen machen. Dann müsste ich sogar im Vorfeld noch überlegen, welche Variante der Zyanose besteht denn überhaupt? Denn es gibt hier zwei. Einmal die zentrale Zyanose, also pulmonale. Hier haben wir die arterielle Sauerstoffsättigung vermindert. Die Erythrozyten sind nicht vollständig mit Sauerstoff beladen, also das passiert in der Lunge. Häufigste Ursachen sind jetzt eben, und das ist das alles, was ich in Betracht ziehen müsste. Der Patient kommt, klagt über das Phänomen Kurzatmigkeit, Zyanose, sowas in die Richtung. Ne? Heißt, Lungenerkrankung mit Behinderung des Gasaustausches, Lungenemphysem. COPD, Lungenemphysem. Behinderung des Gasaustausches. Verlegung der Lungenstrombahn, Lungenembolie wäre auch eine Option, die dazu führen könnte. Ne? Solche Problematiken. Asthma, Bronchiale, Verlegung der, auch Herzfehler, bei denen es zu einer Vermischung von venösen Sachen. Gut, das ist jetzt relativ sinnfrei für uns, diese Ductus Botali-Geschichte, diese reitende Aorta und so, Fallot'sche Tetralogie und so, weil das sind Sachen, die werden wir nicht feststellen. Das ist im Kindesalter angeboren oder sowas. Da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Außer wir hätten es jetzt mit Babys zu tun, aber das wird selten sein. Dann eben, das ist diese zentrale Zyanose. Das heißt also, in der Lunge gibt es irgendwelche Probleme, die jetzt hier dazu führen, dass die Eris nicht ausreichend mit Sauerstoff beladen wird. Ne? COPD, Bronchitis, all diese Geschichten. Ne, Bronchitis würde nicht passieren. Alveolitis, so rum, Alveolitis, die Alveolen müssen betroffen sein. Genau, das wären solche Phänomene. Ne? Pneumonie könnte man sich noch drunter vorstellen. Solche Geschichten, Lungenemphysem, sowas in diese Richtung. Und dann gibt es die periphere Zyanose. Und hier ist jetzt das Phänomen, dass das Blut zwar genügend Sauerstoffbeladung bekommt in den Lungen, aber aufgrund der Verlangsamung des Blutflusses zum Beispiel, der Sauerstoff in der Peripherie stärker entzogen wird. Da könnten jetzt eben zum Beispiel eine PAVK dahinter stecken. Dann habe ich eine zyanotische phänomenale Geschichte in den Beinen zum Beispiel. Dass die Füße blass wird, das Bein, der Fuß, eins meistens nur blass wird, weil ich eben arteriosklerotische Veränderungen habe, die jetzt zu einer peripheren Verschlusskrankheit führen. Und jetzt dadurch, dass das Blut da eigentlich gar nicht mehr oder viel zu langsam durchfließt oder viel zu wenig, dass es jetzt zu diesen zyanotischen Erscheinungen kommt. Das heißt also, das wäre dann eine periphere Zyanose, hätte ja mit der Lungenproblematik nichts zu tun. Hier wäre jetzt wieder entscheidend, Patient kommt, klagt über zyanotische Phänomene. Wo treten die auf? Generalisiert? Also, dass er sagt, generalisiert, Zunge und so weiter, Hautblass, Lippenblau, Zungeblau, Atemnot, solche Phänomene, dann handelt es sich um eine zentrale Zyanose. Und wenn es eben andersrum geht, dass er jetzt um lokale Geschichten geht, sagt er zyanotische Erscheinungen am Fuß, am Arm, wo auch immer, dann kann ich jetzt von einer peripheren Zyanose ausgehen. Ja, das Ganze kann auch durch wieder systemische Probleme hervorgerufen werden.
Herzinsuffizienzen, Schock, Engstellung der Gefäße, weil auch die können so eng sein, dass die Strukturen eben nicht ausreichend durchblutet werden. Kälte macht sowas zum Beispiel gerne. Dann eben mechanische Einheiten, wir hatten schon Arteriosklerose oder Trompen oder venöse Insuffizienzen. Also ihr seht, das soll jetzt mal so der Einstieg der Vorreiter sein. Jetzt kommen ganz viele Sachen auf euch zu. Also das ist ein riesen Haufen, den man jetzt kontinuierlich auf dem Schirm haben muss, um eben diese Überlegungen im Kopf anzustellen, welche Ursachen können zu diesem Phänomen führen. Und das ist das, was wir jetzt in den nächsten Stunden miteinander besprechen wollen und so ein paar Beispiele dazu machen wollen. Und hier wieder, das wird nie vollständig sein von mir, das kann nie zu 100% alles drin sein, aber wir versuchen so viel wie möglich abzudecken. Und wenn euch noch was dazu einfällt, zusätzlich, dann glaube ich das auch. Also auch meine Ideen sind nie zu 100% vollständig. Aber ihr dürft eins nicht, ihr dürft nicht in den Schmarrn hineinkommen. Und das ist was, was sehr häufig passiert, dass wenn nämlich den Schülern keine Fakten mehr einfallen, also bei solchen Phänomenen keine nachvollziehbaren, logischen Fakten, wo man sagt, ja, ja, klar, logisch, Herzinsuffizienz, klar, Schock, logisch, Kälte, klar, bla, bla, da, da, dann kommen die Schüler sehr häufig in den Schmarrn hinein und erzählen dann irgendwelche komischen Sachen, die dann eben so ein bisschen schwierig sind, wo man sich so denkt, so, naja, ja, nee. Also das wird jetzt eher weniger das Problem der Sache sein. Aber wie gesagt, das ist das, was wir jetzt die nächsten Wochen machen. Nach den Ferien, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal Pause und Sommerferien und somit entlasse ich euch jetzt und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Schöne Ferien, genießt es, wer wegfährt, fährt weg, genießt die Zeit und vielen Dank für alles und USB-Sticks gehen am Montag raus und wer noch welche will, soll mir überweisen, also das per PayPal bezahlen und dann kriegt ihr den. Oder ansonsten entspannt euch ein bisschen und dann starten wir nach den Sommerferien Bayern wieder durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.